arbeitet man so sehr darauf, dass man Frauen davon abhält, ein Kopftuch zu tragen. Vor 25 Jahren kannte ich das nicht, aber in den letzten Jahren immer wieder. Lehrerinnen, Kopftuchverbot. Jahrelang gab es das. Kopftuch ist ein unglaublich heißes Thema. Ich kannte das früher nicht. Es wird zwar immer so präsentiert, dass das so allgemein um religiöse Symbole, um staatliche Neutralität geht, aber das ist es nicht. Ich habe selber als Lehrer einmal gearbeitet. Und ich habe meinen Einstellungsvertrag gelesen, das war sehr interessant. In meinem Einstellungsvertrag, da war damals noch das Kopftuch verboten in Nordrhein-Westfalen, da stand drin, eine Lehrperson darf keine religiösen Symbole tragen, das war damals das Gesetz, ausgenommen sind christliche und abendländische Symbole. Abendländisch, kein Schimmer, was das sein soll, aber christlich ist klar. Das heißt, das Gesetz, was bleibt jetzt noch über? Es bleibt nur das Kopftuch über. Das war eine Sache, es ging nur um das Kopftuch. Speziell das Kopftuch, man fragt sich warum. Warum ausgerechnet das Kopftuch? Warum so ein Druck auf ein Theater nur wegen dem Kopftuch? Aber la la to ter. Gib nicht nach, folge dem nicht. Das ist ein Druck, der ausgeübt wird, la to ter, folge dem nicht. Gib nicht nach. Seit ein oder zwei Jahren regelmäßig das Theater. Mädchen in der Schule unter 14. Ich kann es nicht mehr hören. Kopftuch in der Schule. Kopftuch in der Schule, Mädchen unter 14. Ständig wird wieder diese ganze Diskussion hochgekocht. Die Eltern zwingen ihre Kinder, ein Kopftuch zu tragen. Die Eltern zwingen... Alle meine Klamotten, die ich als Kind getragen habe, die habe ich getragen, weil meine Eltern das wollten. Alles. Mit 8 Jahren konnte ich mir keine Klamotten selber aussuchen. Ich habe eine Hose getragen, die meine Mutter gekauft hat. Ich habe einen Pullover getragen, den meine Mutter... Meine Schuhe waren von meiner Mutter. Ich hatte sogar manchmal Schuhe an, die mir nicht gefallen haben. Aber meine Mutter hat die gekauft und ich hatte keine andere Wahl. Also was ist das Großartige daran? Aber sobald die Mutter hinkommt und sagt, deine Tochter trägt ein Kopftuch, ist Drama. Theater hoch 595. Aber ihr merkt daran, es geht nicht darum, dass es Eltern gibt, die ihren Kindern Kleidung vorschreiben. Das interessiert niemanden. Das interessiert nur in dem Fall, wo es um ein Kopftuch geht. Ein Kopftuch ist Drama, alles andere interessiert gar nicht. Nicht nur die Kleidung, Frisuren. Ich weiß noch Frisuren, von denen ich geträumt habe und die waren für meine Mutter ein Albtraum. Da hat die gesagt, ist nicht. Ich wollte so gerne, meine Mutter hat gesagt, ist nicht. Ich wollte einen Ohrring tragen früher. Mit 11, 12 Jahren unbedingt ein Ohrring, das war damals Mode. Und meine Mutter hat gesagt, ist nicht. Die Eltern sagen das in dem Alter, wie du draußen rumläufst. Das dürfen die in allen Fällen machen, nur nicht im Kopftuch. Das Kopftuch ist die eine Sache, da steht das Land ihm wie Kopf.